So, wir sind jetzt hier angekommen an der Ostküste im Supramonte-Gebirge und wollen hier in diesem Tal, ich habe den Namen schon wieder vergessen, wollen wir wandern gehen. Und das Tal ist wirklich wunderschön und hier hinten sieht man die schönen Steilfelsen. Da wird man auf jeden Fall einiges erklettern gehen. Nicht klettern, aber halt wandern. Es hat wieder massiv gedauert, aber wir haben es jetzt geschafft und sind jetzt auf dem Weg und machen eine kurze Rundtour hier, um die Gegend mal zu erkunden und uns ein paar alte Steine anzuschauen. Also die Italiener fahren ja hier mit den irrwitzigsten Autos rum, über die Wege, wo wir uns dann teilweise mit dem Bruno in die Hosen scheißen. Da folgen wir den 410er. Genau, wir laufen nämlich den Monte Tiscali hinauf. 5 Minuten sind wir unterwegs und unterhalten uns darüber, was es zu Abend gibt. Also der Blick ist jetzt schon wunderschön. Jetzt gehen wir steil. So, wir sind jetzt hier an einem Abzweig angekommen. Und zwar stand im Wanderweg, dass es hier jetzt auch nochmal so ein kleines Nuragendorf gibt. Und das wollten wir uns auch einmal angucken. Und der Weg ist jetzt ein bisschen abenteuerlich. Aber sehr geil, wir freuen uns schon drauf, da jetzt gleich durchzuklettern. Diese spitz gewaschenen Steine finden wir super faszinierend. Da hinten sieht man überall diese Rillen, das ist ganz spitzig gewaschen. Wir sind hier mitten durch die Pampa gewandert, haben uns gerade schon gewundert, wieso wir hier 1,5 Meter Abstand halten müssen. Und wir haben keinen Menschen getroffen auf dieser Wanderung. Aber hier ist tatsächlich gerade ein Wärter gekommen, hat uns gesagt, wir dürfen nicht runter, wenn wir nicht 5 Euro bezahlen. Und wir haben natürlich kein Geld eingepackt. Wir sind jetzt wieder unten im Tal, in dem quasi gegenüberliegenden Tal. Und wir haben es immer noch nicht fassen können, dass wir dieses Nuragendorf nicht angucken konnten, weil da ernsthaft jemand war, um ein Ticket zu kassieren. Verrückt! Da steht's. Wir hätten es vorher auch einfach sehen können. Nicht. Das war ein sehr schöner Einstieg in das Supramonte-Gebirge. Wir sind sehr gespannt, was da noch an größeren Aktivitäten auf uns zukommt. Das wird bestimmt ganz klasse, da freuen wir uns richtig drauf. Und jetzt düsen wir hier gerade wieder aus dem Tal raus, weil die Inga noch eine Telefonverabredung hat. Schauen wir mal, wo wir da jetzt ein schönes Plätzchen mit schönem 4G-Empfang finden. Ach du Scheiße, wir sind in Oliena in irgendwelche Gassen gefahren und es ist einfach ultra eng hier gerade und wir versuchen einfach nur irgendwie wieder rauszukommen. Die Inga checkt gerade mal die Breite da unten ab und winkt mich hoch, ich soll kommen. Unfassbar.
So, das Schlimmste haben wir hinter uns. Wir sind aus den ganz engen Gassen mal raus und gucken jetzt einfach mal gerade auf Google Maps. Nicht nach der Navigation, weil der schickt uns gerade wieder in dieses Gassengewirr rein, sondern nach einer etwas dickeren Straße. Wir können es direkt mal zeigen. Wir waren jetzt hier in diesen Gassen und das sind ganz viele Einbahnstraßen und die sind super eng. Also die Italiener haben hier auch nur so schmale Autoless. Wir haben es jetzt zum Glück hierhin geschafft auf diesen Kirchplatz und wollen jetzt auf die große Straße, da sehen wir, die wird man wohl durchkommen. Weil eigentlich wollen wir hier auf diesen Berg hoch und der wollte uns jetzt halt hier mitten durchschicken und das ist no way, schaffen wir nicht. Wir kriegen so langsam das Muffensausen, deswegen laufen wir jetzt mal die Strecke noch ein bisschen ab und gucken uns das mal an, ob wir das schaffen mit dem Bruno. Wir haben jetzt hier eine Pause gemacht, weil ich in den Unterzucker geraten bin und dann mir so gar nichts mehr zugetraut habe jetzt. Und es auch noch 2 Kilometer bis zur Übernachtungsstelle sind und da lauter so richtig tiefe Schlaglöcher sind und wir schnell in Schräglage geraten und mit der Box da hinten auch super schnell aufsetzen. Und weil wir beide noch nichts Richtiges gegessen hatten heute und es auch schon wieder 2:30 war oder so, haben wir gesagt, machen wir jetzt hier Frühstückspause und wagen es vielleicht danach, wenn ich ein bisschen besser drauf bin. Benny sagt, er hat ein sehr gutes Gefühl und deswegen probieren wir das jetzt. Stopp mal. Wie wolltest du jetzt hier fahren? Lieber so? Also lieber zu mir ein bisschen rüber und dann hier so mittig quasi. Ja, ich glaube auch. Wie ist es bisher für dich? Gut. Sieht immer schlimmer aus, als es ist tatsächlich. Blut und Wasser geschwitzt. Ja, oh Gott. Ich kann mich nur wiederholen. Sieht, glaube ich, von außen einfach überhaupt nicht schlimm aus. Aber drinnen sitzen fühlt sich an wie super schräg und super steil. Hast du aber dein Bier verdient. Schön durchgeschickert. Geschafft! Oh Gott. Wir sind da. Ich glaube, es hat sich gelohnt. Hammer Safe Bombe, krass. Da unten ist Olena, wo wir uns verirrt haben. Ich habe gerade fertig Frühstück gerichtet. Dann kam so ein netter Italiener vorbei und hat uns diesen Haufen von seinem frisch gemachten, ich weiß nicht, ob das Wildschwein ist oder so, geschenkt. Ist jetzt ganz schön geil. Ist Hammer. Also es schmeckt richtig lecker. Das ist witzig, weil die kamen hier heute Morgen schon 7:30 an. Also den ganzen Morgen hier gegrillt und Feuer gemacht und uns eingeräuchert. Und die haben immer mal wieder interessiert rausgeguckt und waren ganz gespannt, was die hier eigentlich machen. Wir wissen es immer noch nicht so genau. Wir glauben, dass sie so ein bisschen hier... sie sehen so ein bisschen aus wie so Landschaftsgärtner und ja, machen sich halt eine schöne Zeit mit Grillen und Fischräuchern. Da, so. Wo wir gestern Abend auch gegrillt haben, haben die jetzt ihr Feuer und grillen so dicke Bollen. Da unten brutzelt noch der letzte Spieß vor sich hin, von dem wir jetzt gerade was probiert haben. So lecker. Solche netten Menschen. Wir haben uns jetzt das Fleisch für heute Abend aufgehoben und genießen jetzt hier unser Frühstück. Wir wollten eigentlich heute schon eine 2-Tages-Tour starten, haben aber, nachdem wir gestern relativ spät erst wieder hier oben ankamen, haben wir beschlossen, wir bleiben hier noch einen Tag
und lassen uns richtig viel Zeit, genießen auch hier die Berge erstmal, kommen an. Und jetzt legen wir los und packen. So, jetzt sind wir bereit, alles in unsere Rucksäcke zu packen. Das nehmen wir alles mit auf 2 Tage Tour. Unsere Klamotten in den Säcken, Sitzunterlagen, Erste Hilfe, Isomatten, Kocher und Zelt. Dann kommen die Stöcke und unsere Waschtasche, unsere Schlafsäcke und Proviant. Und dann nehmen wir noch 9 Liter Wasser mit, weil wohl unterwegs nichts zu finden ist. Und jetzt packen wir es ein. Und gepackt. Da stehen sie jetzt. Jetzt wird man sie noch wiegen. Das ist meiner. Ja, 12,5 Kilo etwa. Und dann Benny seiner, der hat stolze 18 oder 17,95. Eigentlich wollten wir auf eine 2-Tages-Wanderung heute aufbrechen, aber seit gestern Abend hat es hier gebimmelt um uns rum in den Bergen und wir dachten, das sind irgendwie Ziegen oder keine Ahnung was, die haben ja auch oft Glocken. Und dann haben wir irgendwann mal nachts um 11 oder so rausgeguckt und gesehen, es ist ein Hund. Und haben versucht, die herzulocken, aber in der Dunkelheit und mit der Taschenlampe, da kam sie nicht. Und es hat immer wieder gebimmelt, die ganze Nacht durch. Ist sie hier durch die Gegend geirrt, die kleine Maus. Und heute Morgen war sie wieder da und dann kam sie auch so, dann bin ich rausgegangen, habe sie angesprochen und sie kam am Boden robbend auf mich zu und hat sich gefreut und ist jetzt, glaube ich, sehr, sehr hungrig, also getrunken hat sie nichts. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir die wieder zurück zu ihrem Herrchen kriegen, wie auch immer. Also die kleine süße Hundemaus hat sich jetzt hier einfach nur ein bisschen ausruhen müssen, hatten wir das Gefühl, nachdem wir ihr was zu fressen gegeben hatten. Ist den Berg wieder hochgetigert. Jetzt ist aber schon ein bisschen viel Zeit vergangen. Deswegen starten wir jetzt heute nicht mehr in unsere 2-Tages-Wanderung, sondern werden heute nochmal einen gemütlichen Tag mit Kaffee. Und wir haben jetzt gerade kurz die Heizung angemacht, weil es echt kalt geworden ist. Und werden dann morgen einfach loswandern.